Hallo und willkommen zurück im neuen Video. Ich habe mir gedacht, wir bauen heute mal eine kleine Brücke. Ich habe mir hier einen Graben gesucht, der 9 breit ist und darüber die erste Linie gezogen. Wir haben hier einen Slab, dann einen versetzt nach oben, dann zwei, das gleiche von der Seite und oben dann die drei. So, wir wollen die Brücke 3 breit machen. Und eventuell, dass die Layer, also die Linien, nicht ganz an denen dran liegen, an denen die schon da sind, also dass es nicht ganz gerade ist. Also fangen wir so an. Von der Seite auch. Das war jetzt Blödsinn. So. Gehen dann natürlich hier auch eins in die Höhe. Hier auch eins. Gehen von hier aus jeweils eins nach vor. Ist eine kleine Hilfestellung, ja. Und dann den noch nach vorne gezogen einfach. So. Nun steht die Brücke erstmal. Wir machen hier zwei in die Höhe. Hier gehen wir auch noch zwei in die Höhe. Wir sind hier drei Blöcke, drei ganze Blöcke über dem Wasser. Hier natürlich auch die zwei in die Höhe. Und hier auch. Dann legen wir hier und hier, hier und hier eine Treppe dran. Das gleiche machen wir hier, nachdem wir hier den Pfeiler gemacht haben. So. Ja, auch hier und hier, hier und hier. Verbinden das mit Stufen. So, und nun wird es ein bisschen tricky. Wir legen hier und hier ein Mauerstück, darauf einen ganzen Block. So, wenn wir die haben, gehen wir hier dran, zweimal so nach vorne und zweimal, hoppa, Moment, das brauchen wir so, zweimal so nach hinten. Das wird jetzt ein bisschen tricky, den können wir eigentlich stehen lassen gleich, der bleibt als ganzer Block erhalten, oder, nee, nee, lassen wir es einfach mal. Das heißt, hier auch. Zwei nach vorne, hier den versetzen, also den Hilfsblock, und zwei nach hinten. Nee. Jetzt machen wir so, wir gehen noch einmal mit so einem ran und legen den hier ran, noch einmal der, und dann noch einmal der. Und dann legen wir uns hier diese Stufe da. Hier noch einmal. 2, 2. 2, 2. Dann hier den Hilfsblock. Die zwei hier ran. Die zwei hier ran. Hilfsblock wieder weg, einen nach hinten versetzt, noch einen Hilfsblock, nochmal eine Stufe ran, eine Treppe ran, Entschuldigung, hier auch, fertig. Immer den dran lassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, genau. So, jetzt passt's. Vorführeffekt. Hier natürlich auch den Slab dran. Und ich würde wirklich daran denken, den hier so zu lassen, damit da entsteht die Kurve schöner. Dann legen wir hier noch zwei ran.
Hier auch noch zwei ran. Legen hier wieder mit Hilfe eines Hilfsblocks. Uiuiui. Halt aber. Die hier so ran. Das gleiche machen wir hier. Zack und zack. Und können dann als Abschluss, wenn man es will, damit es wirklich so eine richtig schöne Rundung wird, hier dran noch Slabs legen. Das gibt es nicht. Irgendwas passt mir hier nicht. So, jetzt passt's. Jetzt haben wir die Rundung, die wir haben wollen. Perfekt. Damit wir so eine richtig schöne Kurve haben. Dann können wir hier noch rangehen. Hier unten zum Beispiel. Damit wir ein bisschen so einen Verbund haben, können wir hier noch mit Mauerstücken arbeiten. Von hier auch. Und dann würde ich das Ganze aber schon lassen, damit es nicht zu viel wird. Das Einzige, was wir hier jetzt noch machen, ist hier und hier ein Mauerstück ran und dazwischen einen Zaun. Hier war auch ein Pfeiler. Der kriegt auch so einen Zaun. Hier auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch mit bemoosten Steinen ein bisschen arbeiten, die ein bisschen reinarbeiten, damit das mehr Detail kriegt und mehr nach so mit Wasser verwittert aussieht. Wo Wasser ist, ist ja auch gerne Moos, ja. Und zu guter Letzt, als letzter kleiner Schliff, setzen wir hier noch einmal Mauerstücke. Und machen uns mit Glowstone noch ein kleines Licht drauf. So, das war's schon. Mit einfachen Techniken eine kleine Brücke gebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch Fackeln nehmen. Das ist jetzt kein Muss, kann man, wenn man will, muss man aber nicht. Ihr könnt sie hier noch draufsetzen. So ein kleines zusätzliches Licht an der Seite. Habe ich sogar vergessen. Sieht mir wieder sehr ähnlich. Und ich muss natürlich in jeder Folge einmal runterfallen. So. Das war mein Brückendesign, klein aber fein und sieht stylisch aus. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, da unten ist ein Männchen, kann man draufklicken, Buddy werden, ihr könnt auch auf meinen Discord kommen. Link ist in der Beschreibung und oben im Banner. Ich setze ihn auch ab und zu als Hashtag mit rein. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne gesehen und natürlich Däumchen nach oben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.